Heute im vierten und letzten Teil unserer Special-Reihe zum Thema Fehlentscheidungen bei den Oscars gehen wir endlich dorthin, wo es wirklich wehtut. Wo lag die Academy einfach falsch? Jeder Filmfan, der sich mit dieser Awardshow befasst, kennt dieses Gefühl. Man sitzt vorm Screen, fiebert mit und plötzlich fällt ein Name, wo man einfach lieber einen anderen gehört hätte. Dabei ist uns jetzt eines total wichtig. Natürlich hat jeder Preis seine Berechtigung und wir sehen es auch gern, wenn jemand für etwas geehrt wird, was gut ist und war. Ändert halt nichts dran, dass unser persönlicher Geschmack woanders hingegangen wäre und die 10 Fälle, wo das am ehesten so war, wollen wir euch heute präsentieren. And the Oscar goes to the other one. Hier sind unsere Vorschläge für die Liste der großen Hä-Momente der Academy. Auch hier gilt, wie für alle Rankings von uns, kein Vollständigkeitsanspruch, unsere Meinung. Los geht's! Jede Preisverleihung hat es so an sich, dass bestimmte Werke und Kreationen einfach nicht ausreichend gewürdigt werden. In diesen Fällen, die wir heute präsentieren, ist das ja doch schon auf eine bestimmte Art passiert. Immerhin fanden sich die Schauspieler und Schauspielerinnen bzw. die Filme ja auf der Nominiertenliste. Ein Achievement, das, so wissen wir bereits, von Haus aus recht schwer zu erreichen ist. Inwieweit darf man sich dann überhaupt beschweren? Ist denn die Nominierung nicht schon Sieg genug? In manchen Fällen mag das sicher so sein. Doch sind wir uns einmal ehrlich, genauso wie bei einigen sportlichen Wettkämpfen gilt halt auch hier das Credo, der Zweite ist der erste Verlierer. Blöd nur, dass das gerade bei dieser Preisverleihung ins Auge gehen und quasi im Nachhinein ein schiefes Licht auf den Voting Body der Academy werfen kann. Beispielsweise dann, wenn der Film, der zwar für Best Picture nominiert ist, aber gegen How Green Was My Valley verliert, im Nachhinein universell als der beste Film aller Zeiten gekürt wird. So geschehen 1942, der gesuchte Film Citizen Kane. Die Verkörperung von Filmkunst, revolutionär für seine Zeit. An diesem Beispiel allein verzweifeln Filmkenner bis heute. Wie konnte das passieren? Die Erklärung ist dann doch recht simpel. Die durch die Blume kritisierten Menschen in diesem Film waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Hollywood einfach zu mächtig. Und die Oscars haben durch diese Entscheidung bis heute einen doch recht markigen Schönheitsfehler. Gehen wir für einen Augenblick weg von der großen Kategorie. Keine Sorge, wir werden schon bald zu ihr zurückkehren. Zu viele Sauereien spielten sich hier über die Jahrzehnte ab und dennoch wenden wir uns einmal der Filmtechnik an sich zu. Gerade in diesen Sparten, wenn es um Ton, Kamera und Schnitt geht, wird eben dadurch, dass jedes Mitglied der Academy mitvoten darf, vieles ein bisschen falsch eingeschätzt. Die größte Frechheit in diesem Bezug, an die wir uns erinnern können, passierte vorletztes Jahr. Bei den Oscars 2019 wurde allen Ernstes Bohemian Rhapsody für den besten Schnitt ausgezeichnet. Ein Film, der durch vieles auffällt, aber vor allem als Schnittmassaker und Fehlleistung unter Filmkritikern abgestempelt wurde. Gut, um fair zu bleiben, die ganz große Konkurrenz gab es halt nicht. Trotzdem, hätte man diesen Oscar doch lieber an Weiß überreicht. Das hätte zumindest Sinn ergeben. Manchmal wünscht man sich nach solchen Verlautbarungen, die Members der Academy müssten Verstand für diese Kategorien nachweisen können, um stimmberechtigt zu sein. Aber wenn wir ehrlich sind, genau diese Entscheidungen gehören mindestens einmal zu einer Oscar-Nacht einfach dazu. Wir wenden uns der Musik zu. Gleich in zwei Kategorien. Bester Song und beste Musik. Früher sogar noch weiter unterteilt, werden bei den Oscars hier Preise vergeben. Und das ist, wie schon an einer Stelle in einem vorherigen Video gesagt, wahrscheinlich eine, die am meisten in die Richtung des persönlichen Geschmacks abdriftet. Deshalb haben wir auch einen recht großen Pool an Wahlmöglichkeiten für unsere Liste hier. Wenn es um Filmmusiken geht, liegt uns heute noch im Magen, dass Das Leben ist schön sowohl den grandiosen Score von Hans Zimmer in Der schmale Grat, als auch die musikalische Huldigung der GIs von John Williams in Der Soldat James Ryan ausstach.
John Dabneys Score zu Die Passion Christi wäre einfach die bessere Wahl als Finding Neverland gewesen. Und so sehr wir Trent Reznor und Atticus Ross lieben, die Musik zu Inception von Hans Zimmer ist einfach gewaltig. Man könnte sich auch durchaus darüber unterhalten, dass die späte Liebe zu Morricone und seinem Score zu The Hateful Eight Johann Johansson die Chance nahm, für seine brutale und atmosphärische Untermalung des Films Sicario zu Oscar-Ehren zu kommen. Auch im Bereich der Songs wurden einige eigenartige Entscheidungen getroffen. Aufgrund der Positionierung im Film können wir den Sieg von Remember Me aus Coco über Mystery of Love aus Call Me By Your Name ja noch irgendwie nachvollziehen. Diane Warren allerdings hätte spätestens mit ihrem Song I Don't Wanna Miss a Thing, interpretiert von Aerosmith aus Armageddon, ihre Statue holen müssen. So schön When You Believe aus Prinz von Ägypten auch ist. Unsere Wahl hier fällt aber auf einen Song, den viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen, weil man auch den Film dazu irgendwie vergessen hat. Hört ihn euch an und ihr werdet verstehen. Sting's The Empty Chair aus Jim, The James Foley Story, zog gegenüber City of Stars aus La La Land den kürzeren. Im Nachhinein wirklich schade, denn setzt man sich einmal bewusst mit diesem Song auseinander, it doesn't get better than this. Wäre es aber fast gegangen. Und auch hier hat es die Academy versaut. May It Be von Enya ist so ein atmosphärischer Song, so berührend, einzigartig. Und wir vergöttern Randy Newman zwar, doch If I Didn't Have You aus die Monster AG, wirklich, come on. Bevor wir endgültig zum Rundumschlag gegenüber Best Picture-Gewinnern ausholen, schauen wir uns noch zwei Darstellerkategorien an. Wir beginnen mit der weiblichen Schauspielerriege. Hier möchten wir unbedingt die Fehlentscheidung der Academy, Meryl Streep für die Eiserne Lady, anstatt Rooney Mara für Verblendung mit dem Oscar auszuzeichnen, kritisieren. Keine Sorge, Frau Streep, wir hätten da einen Trostpreis für dich. Nicht, dass du den bräuchtest, aber here goes. Wir überreichen dir Emma Stones Oscar aus La La Land für deine Rolle als Florence Foster Jenkins. Da wird's schon einmal richtig kontrovers, aber im Ernst. Das war eine tolle Performance und vielleicht kann man drüber lachen, aber das wäre echt verdient gewesen. Amy Adams, na klar, taucht auch hier auf. Wir hätten ihr für The Master liebend gern den Oscar überreicht, den im Endeffekt Anne Hathaway für Les Miserables bekommen hat. Unsere Wahl hier fällt aber auf jemanden, der offensichtlich für die Academy ein rotes Tuch ist. Warum? Keine Ahnung, aber Rosamund Pike für Gone Girl hätte diesen Oscar damals bekommen müssen. Sorry, Julianne Moore, wir lieben dich. Aber da hättest du eigentlich keine Chance haben dürfen. Wo wir dann wieder beim Thema Ehren-Oscar wären. Siehe Special Nummer 2. Weiter geht's mit den Männern. Hier müssen wir einfach noch einmal diesen schmerzhaften Moment in Erinnerung rufen, als die gesamte Filmwelt kurz glaubte, Sylvester Stallone könnte für Creed ein Oscar-Preisträger werden. Wir wünschten es uns so sehr. Und dann kam Mark Rylance für Bridge of Spies. Tja, sollte wohl nicht sein. Und wir verstehen es bis heute nicht, sonst liebt die Academy ja solche Stories. Wo ist eigentlich der Oscar für Ian McKellen als Gandalf in Der Herr der Ringe, die Gefährten? Ach ja, den hat Jim Broadbent zu Hause stehen. Immerhin hat er ihn damals ja für seine Rolle in Iris bekommen. So schön seine Turneinlage auch war, Roberto Benigni in Das Leben ist schön war zwar super, aber das war Edward Nortons Trophäe. Seine Rolle in American History X sorgt noch heute für ungläubiges Staunen. Platz 6 auf dieser Liste geht aber an genau so eine Story, wie sie Stallone beinahe geschrieben hätte. Das große Comeback. Hollywood feiert sich gerne selber. Dementsprechend war es eigentlich klar, dass Mickey Rourke für seine Rolle in The Wrestler einen Oscar bekommt. Und dann kam Sean Penn für Milk, nahm ihm diese Trophäe weg und die Academy versagte Rourke seine Cinderella-Story. Auch heute noch. Ist das einfach nicht wirklich gerecht? Wir hätten es einfach zu gerne gesehen. Und weil es so schön war, müssen wir auch auf diesem Platz
einen Schauspieler platzieren, der für einen Oscar einfach damals fällig gewesen wäre, weil er einfach der Beste in diesem Jahr war. Hier haben wir uns kurz überlegt, Johnny Depp für seine Rolle als Jack Sparrow im Fluch der Karibik zu platzieren, aber taten uns schwer damit, Sean Penn für Mystic River abzulösen. Das war schon ganz groß. Deshalb entscheiden wir uns für eine Darstellung einer historischen Persönlichkeit, normalerweise ein direkter Weg in Richtung Academy Award. Der Film polarisiert zu Recht, aber Will Smith als Muhammad Ali in Ali nicht mit dem Oscar auszuzeichnen und ihm zu allem Überfluss auch noch Denzel Washington in seiner Rolle in Training Day vorzuziehen, das wirkt aus heutiger Sicht einfach ein bisschen falsch. Nun aber geht's in den Endspurt. Und wir beenden das Video so, wie wir es gestartet haben, indem wir die Frage stellen, war das wirklich der beste Film des jeweiligen Jahres? Im Fall der Oscar-Verleihung 2002 lautet die Antwort, wenn wir auf den Sieger, A Beautiful Mind, schauen, nein, denn da war auch noch der Herr der Ringe, die Gefährten, nominiert. 2000 hätte zumindest ein Mitglied unseres Teams den Oscar für den besten Film an The Green Mile anstelle von American Beauty verliehen und 2003 kann man zumindest darüber diskutieren, dass Chicago maßlos überbewertet ist und gerade im Vergleich mit Gangs of New York den kürzeren hätte ziehen müssen. Unser Platz 3 im Ranking gehört aber dem Jahr 2006 und damit auch dem wohl bekanntesten kollektiven Einatmer der Filmwelt, als Jack Nicholson L.A. Crash als Best Picture verkündete. Das war schon der Hammer und nein, unsere Wahl wäre nicht Brokeback Mountain gewesen, sondern ginge zu Steven Spielberg und seinem düsteren und spannenden München. Scheinbar trockener Geschichtsstoff entsteht hier aber wirkliche Kinomagie und trotz seiner Lauflänge bleibt das immer unterhaltend, total unterbewertet und es wird wirklich Zeit, sich an diesen Film öfter zu erinnern. Weiter geht's im fröhlichen Filmtausch. 2018 hätte zumindest Martin gerne entweder Dunkirk oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri lieber als besten Film gekrönt gesehen als The Shape of Water. Im Nachhinein hätte 2012 auch Moneyball ein Stück besser gepasst als The Artist. In der Dokumentarsparte hätte sich Martin als gebürtiger Mölltaler natürlich einen Oscar für Hubert Zaupers Darwin's Nightmare gewünscht und die Pinguine weiterreißen lassen. Und natürlich ist auch The King's Speech eigentlich kein Best Picture 2011. Hier hätten wir uns für The Fighter entschieden. Unser Platz 2 nimmt aber das Jahr 1999 ein. Und ihr habt sicher damit gerechnet, dass das hier vorkommt. Immerhin gilt es nach wie vor als große Schweinerei. Shakespeare in Love wurde hier mit dem Hauptpreis der Academy ausgezeichnet. Und das, obwohl mit Der Soldat James Ryan und Der schmale Grat gleich zwei Werke bereitgestanden hätten, die um ein Vielfaches besser gepasst hätten. Dieses Jahr zeigte Hollywood die Macht von Kampagnen auf. Und es sollte vieles danach nicht mehr so sein wie zuvor. Hier wurden zwei Meisterwerke einfach übergangen. Und das ist schon ein bisschen ekelhaft irgendwie. Für unseren ersten Platz müssen wir über Klassiker reden. Über Filme, wo es aus heutigen Gesichtspunkten einfach schade ist, dass das nicht geklappt hat. 1957 gewann eben nicht der monumentale und epische Die Zehn Gebote mit Charlton Heston, sondern In 80 Tagen um die Welt. 1982 versäumte man es, mutig zu sein und zeichnete statt Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes lieber die Stunde des Siegers aus. Und 1991 war das große Jahr von Kevin Costner, als er ganz lang und wunderschön mit dem Wolf tanzte und Scorseses Goodfellas im Regen stehen ließ. Doch unsere Wahl fällt auf das Jahr 1980. Der erste Golfkrieg beginnt, Steven Gerrard und Xavi erblicken das Licht der Welt und Kramer vs. Kramer schlägt Apocalypse Now bei den Oscars. Selten passt der Titel unserer Reihe besser als hier. Was war denn das?
Wir wollen dem sehr gelungenen Scheidungsdrama nichts wegnehmen. Toller Film, aber Apocalypse Now ist halt einfach einer der besten Filme aller Zeiten. Bei den Oscars geht's eben nur um Nuancen. An der Spitze ist die Luft dünn und Coppolas Antikriegsstreifen hätte den Gipfel erklimmen müssen. Leider hat es nicht sollen sein. Wo liegen wir richtig? Wo liegen wir falsch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.